mehr zurück. Wir wollen auch nicht mehr zurück. Willst du den Krampel sehen? Die besten Jahre unseres Lebens. Oscar prämiert. Montag um 20.15 Uhr auf Arte. Das Mittelmeer. Inspirationsquelle für antike Heldenepen. Seit Jahrtausenden Schauplatz unzähliger Geschichten. Denken wir an die Antike, erinnern wir uns vor allem an die griechische und römische Zivilisation. Doch noch eine dritte hat über diese Gewässer geherrscht. Auf Korsika wurde 2019 eine außergewöhnliche Grabstätte entdeckt. Der Mensch, der hier vor 2500 Jahren bestattet wurde, war weder Grieche noch Römer. Dieser Mensch war ein Etrusker. Das Grab eines Aristokraten liefert uns wertvolle Informationen über ihre Zivilisation und bestätigt einmal mehr ihre Bedeutung. 8 Jahrhunderte lang waren die Etrusker aus dem Mittelmeerraum nicht wegzudenken. Vom 9. bis zum 1. Jahrhundert vor Christi Geburt. Ihre Zivilisation hat uns beeindruckende Nekropolen, Überreste von Heiligtümern und sogar ganze Städte hinterlassen. Sie hatten einen Sinn für schöne Künste, schufen prächtige Fresken und kostbare Kunstgegenstände. Wie bezaubernd. Wunderschön. Meisterwerke der etruskischen Kunst sind in ganz Europa zu finden. Die Etrusker waren nicht nur ein sehr religiöses, sondern auch ein hedonistisches Volk, das nach Vergnügen strebte. Aber bis heute ist es von einer geheimnisvollen Aura umgeben. Woher kam die Macht der Etrusker? Wie weit reichte ihr Einfluss? Warum gingen sie unter? Anlässlich dieser neuesten Funde versuchen Archäologinnen, Historiker und Sprachwissenschaftler nun, mehr über die Blütezeit und das Schicksal dieser Zivilisation zu erfahren. Sie ist zwar noch wenig erforscht, gehört aber zweifelsohne zu den faszinierendsten des Altertums. Vor 3000 Jahren war Korsika ein wichtiger Handelsknotenpunkt in der Region und geopolitisch von großer Bedeutung. Dank der präventiven Konservierung finden auf der Insel seit einigen Jahren zahlreiche Ausgrabungen statt. Innerhalb der letzten 4 Jahre mehr als während des ganzen letzten Jahrhunderts. 2019 wurde damit an der Stätte La Majon im beschaulichen Städtchen Aleria begonnen. Auf dem 1 Hektar großen Gelände legte im Auftrag der korsischen Kulturverwaltung ein Archäologenteam unter Leitung von Laurent Vidal vom französischen Forschungsinstitut für präventive Archäologie, kurz INRAP, 130 sehr gut erhaltene Gräber frei. Römische Gräber. Doch unter dieser Nekropole erwartet sie eine Überraschung. Eines der Gräber ist vollkommen anders gestaltet. Denn es handelt sich um ein Hypogäum, eine unterirdische Grabanlage. Sie war nur hochrangigen Persönlichkeiten vorbehalten, in der Regel Griechen oder Etruskern. Diese Stufen führen zu einem geheimnisvollen unterirdischen Gang hinab, der in eine Grabkammer mündet. Natürlich stellen wir Hypothesen auf. Was werden wir darin vorfinden?
Ist es ein älteres Grab? Ein paar Informationen haben wir schon. In der Auffüllung des Ganges haben wir einige lose Scherben einer Amphore gefunden, die aus dem späten 5. oder frühen 4. Jahrhundert vor Christi Geburt stammt. Die Grabkammer ist also höchstwahrscheinlich entweder aus dieser Zeit oder ein bisschen älter. Aus archäologischen Funden ist bekannt, dass sich die Römer Mitte des 3. Jahrhunderts vor Christus auf Korsika niederließen. Das unterirdische Hypogäum stammt also aus der Zeit vor ihrer Ankunft. Ein Skyphos. Da kommt er zum Vorschein. Dieses Mal haben wir was. Ist er verziert? Keine Ahnung. Doch, ich sehe es von hier. Ist er etwas eingedrückt? Ja. Ein Skyphos ist ursprünglich ein griechisches Trinkgefäß, war aber auch bei den Etruskern weit verbreitet. Dieses Gefäß, das Grab in Form eines Hypogäums, alles deutet auf eine etruskische Grabstätte hin. Dieser Fund passt auch zu älteren Ausgrabungen. Schon in den 1970er Jahren hatte ein Archäologenteam 500 Meter weiter eine etruskische Totenstadt mit fast 200 Gräbern freigelegt. Diese Ausgrabung war der Beweis, dass es schon vor der römischen Besatzung eine bedeutende etruskische Siedlung auf Korsika gegeben hatte. Die Gräber wurden auf eine Zeit zwischen 500 bis 250 Jahre vor Christus datiert. Die Entdeckung dieses Hypogäums erfolgte also erst 50 Jahre nach dem ersten Fund. Das macht sie so außergewöhnlich. Schicht für Schicht trägt der Bagger die Erde über dem Grab ab. Eine heikle Aufgabe, bei der die Wissenschaftler genau darauf achten, dass nichts beschädigt wird. Natürlich sind wir alle ein bisschen gespannt, was wir am Ende der Treppe vorfinden werden. Wird die Grabkammer noch intakt sein? Wird sich eine einzelne Person darin befinden? Werden es mehrere sein? Eine ganze Familie oder wichtige Individuen? Jedes Mal kratze ich an was. Mach nicht weiter. Ein Skelett kommt zum Vorschein. Zusammen mit dem Skyphos lässt das auf weitere schöne Funde hoffen. Dieses Grab müsste edle Beigaben enthalten, zur Begleitung der Toten auf ihrer letzten Reise. Doch wer waren die Etrusker eigentlich? Um diese Zivilisation zu verstehen, müssen wir das Tyrrhenische Meer überqueren. Etwa 50 Kilometer nördlich von Rom liegt die Stadt Cerveteri. Stéphane Verger ist Archäologe. Er ist Spezialist für die antiken Mittelmeerkulturen und weiß viel über das Volk der Etrusker und dessen Entwicklung. Und zwar seit den Anfängen. Der Boden bewahrt die unauslöschlichen Spuren einer riesigen etruskischen Nekropole, Bandi Taccia. Das ist eines der ältesten Gräber der Nekropole von Cerveteri. Es stammt aus dem 9. oder 8. Jahrhundert vor Christus.
Es ist ein Brandgrab, bestehend aus einem zylindrischen Schacht. Da kam die Urne aus Keramik hinein. Sie war bikonisch geformt und war mit einer Schale bedeckt. Darin befanden sich die verbrannten Knochen des Verstorbenen samt einiger persönlicher Gegenstände und einigen Teilen der Kleidung. Abgedeckt wurde das Ganze durch eine große Platte aus Tuffstein. Das ist ein ganz typisches Grab der sogenannten Villanova-Kultur, der ersten Phase der etruskischen Geschichte im 9., 8. Jahrhundert vor Christi Geburt. In dieser Zeit tauchen Ansammlungen von Gräbern auf. Sie bestehen aus einfachen Gruben, sind aber Erdbestattungen. Das ist die erste Phase der etruskischen Geschichte, der Moment, in dem eigentlich alles beginnt. Die rituellen Praktiken, die Beziehungen zu anderen Mittelmeerregionen. Das ist die Grundlage, auf der sich die etruskische Kultur und Gesellschaft herausbildet. Fast 7 Jahrhunderte lang wurde die Nekropole Banditaccia genutzt. Etwa 1000 Gräber verteilen sich hier auf einer Fläche von über 45 Hektar. Angelegt wie eine Stadt mit einer Vielzahl an Wegen und Durchgängen, gleicht sie einem wahren Labyrinth. Architektonisch gesehen sind die Gräber sehr unterschiedlich. Sie reichen von kleinen Grabstätten der Villanova-Kultur bis hin zu riesigen Hügelgräbern, sogenannten Tumuli, die gegen Ende des 7. Jahrhunderts vor Christus aufkommen. Schon zwei Generationen später hat sich die Nekropole total verändert. Sie ist nun um sehr große Monumente herum angeordnet, mit einem Durchmesser von etwa 40 Metern. Ihre Fundamente sind in den vulkanischen Tuff gehauen. Sie ist von einer großen Erdkuppel bedeckt. Im Inneren befinden sich Kammergräber, die mehrere Tote enthalten. Zwischen den Gräbern der Villanova-Zeit und diesen Monumentalgrabbauten liegen nur etwa 60 Jahre. Diese radikalen Veränderungen spiegeln den Wohlstand von Cevetri wider. Jeder dieser Tumuli enthält bis zu 4 Gräber, in denen wiederum mehrere Generationen einer Familie bestattet sind. Manchmal finden sich Inschriften mit dem Namen der Verstorbenen, so wie hier, Marke Ursus, in etruskischer Schrift und Sprache. Die Einführung der Schrift kennzeichnet den Übergang von der Villanova zur orientalisierenden Periode. In dieser Zeit entstehen auch große städtische Zentren wie Cerveteri und große Nekropolen wie diese. Auf die Villanova-Zeit folgt die orientalisierende Phase der etruskischen Zivilisation, geprägt durch griechische Einflüsse. Davon inspiriert entwickeln die Etrusker ihre eigene Kunst. Diese Veränderungen spiegeln sich in der Architektur der Gräber wider. Mit der Zeit verlieren sie ihre monumentalen Ausmaße. Vor allem aber das Innere dieser Gräber erfährt in der Gestaltung eine tiefgreifende Veränderung. Exemplarisch dafür steht das sogenannte Grab der Kapitelle. Es hat die Form eines Hypogäums und wurde in das weiche Vulkangestein, den Tuff, gegraben. Ganz außerordentlich, wie das Grab das Innere des Hauses repräsentiert. Und da die wirklichen Häuser nicht mehr vollständig erhalten sind, haben wir hier ein gutes Beispiel für die Veränderung der Wohnarchitektur des etruskischen Adels ab dem 7. bis zum 4. Jahrhundert vor Christus.
Auf das Vorzimmer folgten drei hintereinander liegende Räume, die in der Grabstätte den drei Grabkammern entsprechen. In diesen Kammern befinden sich zwei Bänke für die beiden Verstorbenen. Rechts die Bank der Frau, die eher einer Truhe ähnelt, und links die Bank des Mannes, geformt wie eine der Liegen in den Bankettsälen. Heute sind diese Gräber vollkommen leer. Aber wie haben sie früher ausgesehen? Dank der Nekropolen konnte ein Teil der etruskischen Kultur bewahrt werden. Sie offenbaren den Archäologen den ganzen Reichtum dieses Volkes. Das Etruskerreich umfasste hauptsächlich 12 große Städte. Sie lagen in einem Gebiet, das Historiker Zentral-Etrurien nennen. Dazu gehörten Caere, das heutige Cerveteri, Tarquinia, das heutige Tarquinia, Velsna, heute Orvieto, und Fofluna, heute Populonia. Weiter nördlich entwickelte sich rund um das heutige Bologna das Etrurien der Po-Ebene. Im Süden, um die heutige Stadt Capua herum, entwickelte sich das Etrurien der Campania. Diese bedeutenden Städte waren autonom, politisch und auch militärisch. Sie besaßen ihre eigenen Institutionen, bildeten jedoch eine Einheit, die der etruskischen Kultur und Gesellschaft. Ab dem 9. Jahrhundert vor Christus gewinnen die Etrusker an Einfluss über den westlichen Mittelmeerraum. Im 6. Jahrhundert vor Christus lassen sie sich in Aleria nieder. Vor einem Monat haben die Archäologen an der Ausgrabungsstätte La Magione mit der Freilegung des Grabs begonnen. Und die Entdeckungen erfüllen ihre Erwartungen. Hier haben wir eine hübsche Verzierung. Das sind zwei, oder? Das sind nicht die gleichen. Das könnte der Boden auf einem Rohransatz sein. Das ist kein Hals. Das Grab wurde nicht geplündert. Obwohl ein Teil der Decke eingestürzt ist, sind die Gefäße gut erhalten. Zum ersten Mal seit über 2000 Jahren erblickt ein menschliches Auge diesen Körper und seine Grabbeigaben. Hier haben wir die Person. Hier ist ihr Kopf und da die rechte Schulter. Hier erscheint ein Teil des Hüftknochens und drumherum sind Gegenstände angeordnet. Und hier können wir ein paar Gefäße erahnen. In dem Bereich müssen wir noch graben. Das könnte das Schlüsselbein sein. Warum wurden dem Toten bei seiner Bestattung all diese Gegenstände mitgegeben? Die Archäologin Federica Sacchetti schlägt eine erste Lesart vor. Zur rechten Seite des Verstorbenen haben wir eine Reihe von Onichonen. Das sind Kannen, in denen Wein ausgeschenkt wurde.
Und hier haben wir neben seinem Kopf zwei Skyphoi, deren ungewöhnliche Maße sich durch einen rituellen Weinkonsum erklären lassen. Auf diesem hier ist noch eine andere Verzierung zu erkennen, deren Thematik eindeutig auf die Bestattung verweist. Denn wir erkennen hier einen geflügelten weiblichen Dämon. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um einen bekannten Dämon namens Vant, einen der Begleiter des Toten auf seiner Reise ins Jenseits. Alles eindeutig etruskischer Herkunft. Vorläufig können wir sie auf die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts vor Christus datieren. Wir haben hier also ein fast vollständiges Service für ein Symposion, abgeleitet vom griechischen Sympinein, was zusammen trinken bedeutet. Dabei handelte es sich um ein geselliges Gastmahl mit einer gesellschaftlichen, politischen und religiösen Bedeutung. Bei der Bestattung von Personen, die einer bestimmten Elite angehörten, wurde dieses Ritual aufgegriffen, um an ihre Zugehörigkeit zu dieser Elite zu erinnern. Wahrscheinlich ereilte die Etrusker in diesem Moment auch eine Form der Katharsis angesichts des Todes. All diese Objekte in Verbindung mit dem Symposion erinnern an jene Gegenstände, die schon in den 1970er Jahren ausgegraben wurden. Die schönsten Objekte dieser älteren Grabung sind im Archäologischen Museum von Aleria ausgestellt, nur unweit der Grabstätte. Die umfangreiche Sammlung zeugt von einer langen, fruchtbaren Besiedlungszeit. Doch woher kamen die Etrusker, die sich hier niederließen? Der Linguist und Historiker Gilles van Heems hat all diese Objekte eingehend studiert. Er interessiert sich jedoch weniger für ihre Form oder die Motive, sondern vor allem für die Inschriften. Der Spezialist für die etruskische Sprache verbringt jedes Jahr mehrere Wochen hier, um diese Epigraphiken zu analysieren. Also Inschriften, die nicht auf Papier oder Pergament geschrieben stehen. Und im Magazin des Museums von Aleria lagert die größte etruskische Inschriftensammlung außerhalb Italiens. Hunderte Objekte also, die der Wissenschaftler analysieren kann. Dabei wird er von einem weiteren großen Experten für etruskische Sprache unterstützt, Dominique Briquel. Ich mache das mal eben freihand. Sie nehmen mir das nicht übel, oder? Wir haben ein E, das nach unten geht. Das ist klar ein etruskisches A. Und schließlich haben wir unser Mi. Anaïs Mi. Anaïe, Anaïs im Genitiv ist ein Familienname. Was können Sie mir darüber sagen? Ist der Name weit verbreitet bei den Etruskern? Eigentlich nicht. Es gibt nur eine Grabinschrift aus Caere. Sehr wahrscheinlich haben wir es hier also mit einem etruskischen Familiennamen zu tun, der sogar aus dem heutigen Cerveteri stammen könnte, das bei der Besiedlung Korsikas durch die Etrusker eine bedeutende Rolle gespielt hat. Denn aus literarischen Texten wissen wir, dass es die Etrusker aus Caere waren, die mit den Karthagern ein Bündnis geschlossen hatten, um die Phokäer zu vertreiben, die sich seit einigen Jahren auf Korsika in Aleria niedergelassen hatten. Wahrscheinlich stammten die Etrusker in Aleria also ursprünglich aus Cerveteri. Aber waren sie die einzigen, die hier lebten?
Die Nekropole von Aleria enthält zwar zahlreiche etruskische Inschriften, aber es gibt auch griechische und lateinische, wobei diese beiden Sprachen bei weitem in der Minderheit sind, verglichen mit dem Etruskischen, das in der Nekropole am häufigsten verwendet ist. Diese hier ist interessant. Sie besteht aus nur einem einzigen Wort, Korikne, ein Eigenname, der Name einer Person. Er endet auf Kne, was eher an gallische, keltische Namen denken lässt. Es handelt sich hierbei also um einen Korsen, der bereits auf der Insel lebte, als die Griechen, Etrusker und andere sich hier niederließen. Das ist höchst interessant, denn es zeigt, dass hier eine Person weiterhin einen Namen trägt, der nicht etruskisch oder griechisch ist. Und dass diese Person, die ethnisch gesehen wahrscheinlich der korsischen Gemeinschaft angehört, das Etruskische nutzt, um in ihrem Grab ihre Identität zu kennzeichnen. Die geheimnisvolle Person aus dem Grab bei Aleria lebte also in einer multikulturellen Gesellschaft, in der vorwiegend Etruskisch gesprochen wurde. Keines der 17 Gefäße in ihrem Grab enthält eine Inschrift. Ihren Namen werden wir also wahrscheinlich nie erfahren. Alle Gegenstände sind freigelegt. Nun kann die Archäologin und Anthropologin Katrin Rijad mit der Exhumierung des Skeletts beginnen. Ich bin gerade dabei, das linke Handgelenk freizulegen. Hier erscheint der Unterarm und hier lege ich gerade das Handgelenk frei. Das sind Schmuckgegenstände, kostbare, wichtige Gegenstände. An diesem Fingerglied ist ein Bronzering, darüber ein Goldring. Und hier haben wir noch etwas anderes, das eher wie ein Knopf aussieht. Vielleicht von einem Kleidungsstück, keine Ahnung. Auch aus Bronze. Sehr hübsch. Ringe aus Bronze, Ohrringe aus Gold. Der Schmuck und die weiteren Beigaben zeugen von einem prunkvollen Grab und dem privilegierten Status der Person. Aber woher stammten die Reichtümer, die den Etruskern Wohlstand und Einfluss bescherten? Die Antwort darauf findet sich im nur etwa 50 Kilometer von Aleria entfernten Populonia. Im 6. Jahrhundert vor Christus eine blühende etruskische Stadt. Heute ist sie ein beliebter Ferienort. Doch die Urlauber wissen nicht, dass direkt unter diesem feinen Sandstrand die sichtbaren Spuren einer Vergangenheit liegen, die den hier lebenden Etruskern einst ihren Reichtum bescherte. Wir finden hier überall Spuren der Etrusker, sogar am Strand. Basta infilare le dita. Wenn ich die oberste Sandschicht mit dem Finger wegkratze, fängt gleich alles an zu glitzern. Das ist Hämatit, das Erz, das die Etrusker auf der Insel Elba abbauten und hier in Populonia zu Barren verarbeiteten.
Solche Barren waren im gesamten Mittelmeerraum verbreitet. Hämatit bildete die wirtschaftliche Grundlage der Etruskerstadt Populonia. Die Hauptquelle der Eisenverhüttung befand sich also auf der Insel Elba, direkt gegenüber von Populonia. Der Boden enthielt Unmengen an Eisenerz. Überall glitzert noch seine Schlacke in der Sonne. Die letzten Bergwerke wurden erst in den 1980er Jahren geschlossen. Noch heute sind die Überreste der Gruben zu sehen, die von den Etruskern betrieben wurden. Senkrechte Schächte führten ins Innere, um das wertvolle Erz abzubauen. Anschließend wurde es nach Populonia befördert, wo es zu Blöcken verarbeitet wurde. Hier sind noch sehr gut die einzelnen Schlackeschichten zu erkennen, die sich über Jahrhunderte als Abfallprodukt der Eisenerzverarbeitung abgelagert haben. Die Landschaft um Populonia ist von der etruskischen Erzgewinnung geprägt. Es gibt regelrechte Berge aus Schlacke. Daran erkennen wir, wie bedeutend diese Produktion für die Etrusker gewesen ist. Aber nicht nur Eisen machte die Etrusker reich. Ihre Böden waren sehr fruchtbar. Und da Wein ein beliebtes Getränk war, stellten sie ihn in großen Mengen her und eigneten sich schon früh Kenntnisse im Weinbau an. Das gleiche gilt für den Oliven- und Getreideanbau. Mit ihrem Weizen konnten die Etrusker sogar Rom versorgen, als es im 5. Jahrhundert vor Christus an Hungersnöten litt. Ein von den Göttern gesegneter Landstrich. Noch dazu kam Populonia seine äußerst günstige geografische Lage zugute. Im Vergleich zu anderen Siedlungen der Etrusker hat Populonia tatsächlich eine herausragende Stellung. Die Lage am Meer öffnete die Möglichkeit des Handels mit Korsika und Elba. Wird die Landschaft von oben betrachtet, ist deutlich zu erkennen, wie die Form der Küstenlinie den Austausch und den Handel begünstigte. Auf der einen Seite der Halbinsel war der heutige Hafen Barati Richtung Ligurisches Meer ausgerichtet. Auf der anderen Seite lag ein weiterer Hafen, der Richtung Elba wies. Aufgrund dieser geografischen Lage konnten die Etrusker von Populonia aus all ihre Reichtümer exportieren. 1998 wurde auf dem Grund des Mittelmeers ein außergewöhnlicher Fund gemacht. Der unterstreicht die Bedeutung und den weitreichenden Einfluss der Etrusker. Vor der südfranzösischen Küste in der Nähe der Insel Grand Ribault stieß ein Forscherteam auf einen Schatz. In 60 Metern